Können Sie mir kurz sagen, was Sie hier eigentlich für eine Aktion geplant haben? Ja, ich habe einfach einen Anruf von Nancy Hepp, der Präsidentin unseres Karnevalsvereins, bekommen. Die hatte bei MDR Kultur gehört, dass in Zollenroda so eine schöne Aktion ist, Musik vom Kirchturm, und hat vorgeschlagen, das können wir auch in Dernbach machen. Und genau das können wir eben auch in Dernbach machen. Wir haben hier so viele musikalische Leute, engagierte Leute, Leute, die den Ort lebendig halten wollen. Ja, dann habe ich das meinem Mann gesagt, der ist Pfarrer, der hat Eberhard Meurer angerufen, der ja auch hier einer der führenden Kulturschaffenden ist. Und dann haben alle so ein paar andere wieder angerufen, haben wir ein wunderschönes Programm zusammengestellt, wo für jeden was dabei ist. Unser Kantor hat ja gestern schon ein wunderschönes Konzert gegeben. Heute haben wir Harfe und Gitarre gehört, morgen unsere Katechetin. Am Mittwoch haben wir dann Eberhard mit seiner Tochter dabei, Donnerstag eine kleine Band hier aus Unteralbe, Annual Acoustics. Am Freitag nochmal Eberhard mit einem guten Freund, irische Musik kommt da vielleicht. Ja, am Samstag dann Cindy und Florian Ullmann, die ja auch in der Musikszene hier bekannt sind. Und am Sonntag David Kölzner nochmal mit einem brausenden Orgelkonzert. Und wir könnten noch hier 40 Tage weitermachen bis Pfingsten, und wir würden uns nicht wiederholen. Wir sind eben ein lebendiger Ort, wo viele dabei sind, die kulturschaffend sind, die Musik machen, die was auf die Beine stellen wollen. Und das ist überhaupt die Mission all unserer Aktivitäten hier. Sie sind also die Initiatorin von der ganzen Geschichte Dernbacher spielen für Dernbacher. Initiatorin vielleicht nicht ganz, aber Ideengeberin. Ich fand die Idee so wunderschön, dass ich gedacht habe, das wäre eigentlich das perfekte Projekt für unsere Dernbacher Kirche. Sie sind für die Technik verantwortlich bei diesem Projekt. Können Sie vielleicht mal erzählen, was so die größte Herausforderung dabei war? Ja, man kann sich sicherlich vorstellen, ein Kirchturm ist nicht unbedingt dazu da, um mit Lautsprechern ausgestattet zu werden. Aber mit Hilfe von Tony Krojasch haben wir es ganz gut hinbekommen. Und so ist also auch über den reinen Kirchplatz hinaus doch gut zu hören, was die Künstlerinnen und Künstler die Woche über zu bieten haben. Was war die Herausforderung mit den Boxen? Ja, es sind enge Treppenaufgänge, schmale Treppen, und man hat halt auch einen gewissen Weg zurücklegen müssen über mehrere Etagen. Und im Glockenturm selber, kann man sich vorstellen, hängen natürlich auch die Glocken, welche den Aufbau etwas erschwert haben, da die viertelstündlich geläutet haben und wir uns da ein bisschen anpassen mussten. Aber dennoch haben wir es ganz gut hingekriegt jetzt. Was möchten Sie mit Ihrer Musik hier erreichen in Dernbach? Wir wollen mit unseren Liedern die Leute berühren. Wir wollen sie mitnehmen in diese österliche Zeit und ihnen zeigen, dass die Kirche nicht einfach aufgibt, dass wir immer weitermachen hier in Dernbach, egal was für Umstände sind. Und wir wollen mit unseren Liedern, mit unseren Texten den Leuten auch Mut machen, dass sie jetzt nicht aufgeben, dass sie trotzdem stark bleiben. Und das geht so gut über die Musik. Wie haben Sie denn von der Aktion gehört? Oder sind Sie einfach spontan vorbeigekommen? Nee, ich weiß, das ist über WhatsApp, habe ich eine Nachricht gekriegt. Ich habe aber vorige Woche, wo Sie geübt haben, habe ich schon gehört, dass Bläser hier außen spielen. Und dann habe ich über WhatsApp gekriegt, und Pfarrer hat es bei uns auch in der Kirche verkündet, dass von Sonntag bis zum Sonntag jetzt immer nach 6 Uhr die Musik ertönt. Und da freuen wir uns. Peace out.